Auf ein neues zu einer weiteren Folge von Let's Play The Legend of Zelda Breath of the Wild. Im letzten Part sind wir hier im Versteck der Jäger angekommen und haben auch schon den Boss besiegt. Na, hab ich so. Keine Ahnung, der liegt jetzt irgendwo da unten. Koga. Genau der. Der liegt jetzt irgendwo da. Unten. Wow. Ich weiß nicht, ob er liegt, aber okay. Ja, wahrscheinlich, in die Kugel ist da drauf gefallen, aber gut. Könnt ihr euch Der gerne ist Matsche. angucken. Und ich würde sagen, wir porten uns jetzt einfach zurück. Und gehen dann da wieder rein. Und geben die Krone, die wir erbeutet haben. Also den Helm. Warum sag ich mal Krone? Diesen Donnerhelm-Ding ab. Den wir wahrscheinlich behalten dürfen, um das Ding kaputt zu machen. Kommen wir einfach rein? Können wir mittlerweile ohne diese Ja, Klamotte das da habe ich ja auch reingucken? überlegt, aber ich will es nicht ausprobieren. Deswegen habe ich sie gleich angezogen. Skandal. Letztendlich war es ja nur die Königin. Und der Bodyguard, die Frau, weil, was auch immer. Achso, wird eine Frau sein, ja. Sind ja alles. Wie komme ich da nur drauf, Ey, schub's doch nicht. Doch. Dann schub's noch den Goron. Nö. Der schubst zurück. Ha! Ich glaube, den kann man gar nicht schubsen. Jedenfalls ich könnte das nicht. Das ist wohl wahr. Die Prinzessin ist hier aber nicht. Stimmt, das sollten wir ihr ja gleich bringen, nicht? Oder Königin, wie auch immer. Ey! Sprich doch mal mit der. Die weiß bestimmt, wo sie ist, hä? Sprich doch mal mit der Bodyguardin. Die hat doch Ahnung. Beziehungsweise, der Punkt ist wahrscheinlich über uns. Ah, Rio, was ist im Obergeschoss? Dass sie sich sogar in den Schlaf gemacht lässt. Was? Dass sie dich sogar in den Schlaf gemacht lässt. Ich frag mich wirklich, was sie sich dabei denkt. Wenn ihr etwas zustellt, werde ich höchstpersönlich zur Rechenschaft ziehen. Dich. Ja, Ja, versuch's war zu ruhig. erwarten. Das war doch da, wo wir schon mal waren. Beziehungsweise du. Du bist aber klein. Ich hab dich schon erwartet. Du brauchst es nicht zu sagen. Als Königin der Gerudo spüre ich die Macht, die von unserem heiligen Erbe ausströmt. Wie du sehen kannst, bin ich noch jung. Meine Untertanen verehren mich, aber sie lieben mich, wie man ein Kind liebt. Ich sehne den Tag herbei, an dem ich hier mir ihren Respekt als Anführerin verdient habe. Als das heilige Erbe gestohlen wurde, war das die größte Schmach, die ich mir vorstellen konnte. Doch dann kamst du zu uns, die große Urbosa muss deine Schritte geleitet haben. Nun gut, bitte gib mir den Helm. Ui. Wie sehe ich aus? Nicht gut. Lass mich raten, Urbosa hatte den auch mal aufgezogen. Da ist das Lama. Ach, sehr ruhig. Ah, kaum ruft man dich, schon bist du da. Du bist nicht umsonst ihr Leibwächter. Tut mir leid, dass ich dich hier antanzen lasse. Sie hat den ganzen Tag pausenlos gearbeitet. Kein Wunder, dass sie todmüde ist. Und? Wie läuft es? Die Kommst du Nase. einigermaßen mit ihr aus? Ich verstehe. Aber sei ihr bitte nicht böse. Sie hat's nicht leicht. Jedes Mal, wenn sie das Schwert auf deinem Rücken sieht, zerreißt es ihr das Herz. Die missratene Tochter von Hyrule nennt sie sich. Keine Sorge, es ist natürlich nicht deine Schuld. Dieser große Druck. So lange verfolgt er sie schon. Um die Kraft des Siegels zu erlangen, war sie von klein auf zu spirituellen Übungen verpflichtet. Einmal saß sie so lange in einer kalten Quelle, dass sie krank wurde, ein hohes Fieber.
Aber trotzdem blieb ihr die Siegelkraft verwehrt. Um sich nicht gänzlich nutzlos zu fühlen, fing sie an, die Titanen zu erforschen. Sie ist ein gutes Mädchen. Und deshalb müssen wir ihr helfen. Besonders du. Es ist frisch geworden. Ich fürchte, ich muss sie wecken. Hm? Ah. Hallo. Oh, Obosa, was war das? Dieser Krach. Was machst du denn hier? Ja, ganz lustig. Wir haben alle gelacht. Ach, hör doch auf, Mann. Was ist? Bist du so überwältigt? Sag schon, steht er mir? Ja, das ist groß. Wirklich? Während du nach dem heiligen Erbe gesucht hast, hat sich Vanaboris an eine andere Stelle bewegt. Bald ist vielleicht schon unsere Stadt in Gefahr. Als Königin, Skirudo, muss ich ihn um jeden Preis aufhalten. Wirst du mir dabei zur Seite stehen? Ja. Es ist schon seltsam. Der Kampf steht uns noch bevor, aber durch dieses eine Wort habe ich keine Angst mehr. Ich gehe schon mal vor. Wir treffen uns auf dem Ausguck im Südosten der Stadt. Wir können uns Naboris nur auf Sandrobben nähern. Der Ausguck ist zwar nicht weit von der Stadt entfernt, aber zur Übung könntest du mit einer Sandrobbe dahin kommen. Machen wir. Ich werde dort mit meiner geliebten Hofrobbe Patricia auf dich warten. Die Hofrobbe. Alter, die Hofrobbe. Aber er ist schon etwas groß. Oh nein, was geht denn jetzt ab? Spaß, Spaß, Spaß. Der gute Donner-Titan. Ich will kurz meine Rüstung ändern, sonst bin ich von hier drin vielleicht doch noch nicht. Will's nicht testen. Naja, selbst wenn, dann bist du halt draußen schon, ist doch ein Shortcut. Aber, ja, nee, durch die ganzen Dialoge und sowas wird es wahrscheinlich nicht so krass Shortcut sein. Aber gut. Ist auch die Frage, ob du es wechseln solltest, weil... Ja, nur kurz, bis ich drauf bin. Nein, nein, ob es dir ja nicht zu warm ist. Aber es geht ja noch gerade so. Alter. Er macht die Rolle. Er wollte sich gerade ausruhen, Jan. Ja, Pech, geht weiter. Gerade eine Pause machen. Gibt keine Pausen. Wie ist das in deiner Arbeit? Jetzt. Gibt's auch keine Pausen? Doch. Aber für den trotzdem nicht, so. Wir werden wahrscheinlich das brauchen. Zu heiß. Ach man. Kannst ja auch was dagegen essen. Ich glaube, ich habe nichts Großes mehr. Ja, da oben ist doch ganz viel Sonne. Aber es ist alles nur für eine Minute. Ja, dann ist das für eine Minute. Diese Geräusche. Ich werde immer noch nicht drauf klarkommen. Ich find's gut. Frag mich, ob ihre Robbe eine andere Farbe hat. Möglich. Patricia ist einfach so blau. Ich sag, sie ist blau. Können wir jetzt schon absteigen? Kannst du mal gucken, ob man Eingang gibt, wo du mit reinkommst? Ich hab keine Ahnung. Das sieht nicht so aus. Gestrandet. Ich glaube, wir müssen da hoch. Gut, vielleicht ist auf dem Felsen daneben, auf dem dicken Ding da, auch noch ein Krog.
Vielleicht ganz oben drauf. Ja, da ganz oben auf der Spitze ist sicherlich ein Krog. Ja. Warum hast du ihn nicht ruhig gemacht? Du hast dich bewegt wie so... Man kann das Ding nicht mehr hochklettern. Ich glaube, von da, wo du eben standest, schon. Glaube ich nicht. Dieselbe Decke. Fehler. Oh, das ist also deine Wache gestellt. Ein Anblick, den man in unserer Stadt höchst selten sieht. Ja, du siehst wahrscheinlich gerade gar nichts. Naja, siehst du ihn? Vanaboris ist direkt vor deinen Augen. Ist sie Vanaboris? Was? Ist sie das? Wie sie? Ja, direkt vor unseren Augen ist das nicht. Ja, nur weil du dich gerade so hingedreht hast. Ich meine, natürlich. Ich hab's nicht vorgelesen. Das ist gut. Wir sind bereit. Das heißt, müssen wir mit Hilfe von Sandtrauben näher an ihn herankommen. Ich übernehme dabei die Führung. Wenn sich dir eine Gelegenheit bietet, greife seine Füße mit Bombenpfeilen. Oh, jetzt haben wir wieder 30 Bombenpfeile. Na, Boris bewegt sich mit Hilfe der Kraft der Erde fort. Wenn wir diese Verbindung kappen, können wir ihn stoppen. Aber pass auf. Die Blitze, die er verschießt, sind tödlich. Selbst wenn dich nur einer davon trifft, kann das dein Ende sein. Der Donnerhelm wird dich vor den Blitzen beschützen, aber seine Reichweite ist begrenzt. Wenn du dich zu weit von mir entfernst, bist du den Blitzen schutzlos ausgesetzt. Vergiss das bloß nicht. Was noch? Wenn du verletzt wirst, dann kehre zu diesem Ausguck zurück. Versprich mir das. Keine Alleingänge. Ich habe hier ein paar Bombenpfeile. Es sind nicht viele, aber du kannst sie gern verwenden. Oh, nur 20. Ich frage dich noch ein allerletztes Mal. Bist du bereit? Na klar. Angriff. Der hatte blau, ich raste aus. Stell dich besser ein wenig weiter von mir weg. Und wir haben auch eine andere. Mein Name ist Ryu, die rechtmäßige Thronfolgerin der Gerudo. Die Zeit ist gekommen, die Kraft unseres heiligen Erbes zu nutzen, um Vanaboris zu besänftigen. Urmütter der Gerudo, beantwortet mit eurem Donnerhall meinen Ruf. Ja, der Sound. Ach, in dem Bereich sind wir geschützt. Interessant. Das ist... Also, ist die Kraft des heiligen Erbes. Ich bin erfüllt von seiner Macht. Los geht's. Sie sieht doch gar nichts. Sie hat jetzt elektromagnetische Strahlung und Wellen, sie kann das alles sehen. Oh, Bosa, bitte beschütze Link und mich. Alter, jetzt geht's ab. Link, hier lang! Hier ist es extrem heiß, die bisherigen Schutzmaßnahmen reichen nicht mehr aus. Was ist los? Alter, was macht sie denn? Wie, oh. Beweg dich doch einfach mal zu ihr. Versuche ich, ja. Du bist 2 Meter gefahren und hast dich schon beschwert. Was? Aha. Aber vielleicht ist es auch in dem Kreis, wo sie ist. Nee, die Temperatur wird sich ja nicht ändern, oder? Alter, ich hau dich gleich. Wo lang denn? Link, hier lang! Ja. Darfst halt nicht zu schnell, Mann. Die war eben zu schnell. Tja, hurtig, hurtig. Oh, jetzt kommt der Sandsturm. Ach. Oh Gott. Wir haben immer so ein kleines bisschen rausgucken, ne? Ja, wenn du zu langsam bist, musst du wirklich immer antreiben.
Sagt sie Bescheid, wenn wir da sind. Du hoffst, dass sie irgendwas sagt nochmal. Ich sehe halt auch keine Beine, deswegen. Aber die Frage ist, muss man auf die Hufe, also auf das Unterteil von den Beinen schießen? Keine Ahnung, ich denke, weil das hat geleuchtet. Ja, wollte ich gerade sagen, da wird irgendwas leuchten oder so. Das wird sich schon erkennen. Also auf der Karte sind wir fast da. Ach du lieber Gott. Ah, siehst du, es leuchtet. Kannst du schon abschießen. Noch leben wir da. Oh, das hat... Das war ein Problem. Oh Gott! Oh. Und tschüss. Oh, doch nicht. Das ist die Gelegenheit. Ja, dann geh doch mal ein bisschen näher ran. Oder warte mal. Ja. Gehen wir näher ran wieder. Die hinteren haben wir doch. Da kommt es. Vorsicht. Oh Gott. Oh Gott. Und? Nein! Oh mein Gott! Hilfe! Nutzen wir die Chance! Ja! Geh doch mal näher dran, Mädel! Alter! Komm zu mir! Ja, der hätte es ein bisschen höher ziehen müssen. Come on! Oha. Oh. Fällst du jetzt um? Fällst du jetzt um? Ja, du lachst. Warum soll das denn umfallen? Jetzt ist es einfach tot, das war's. Es ist tot, genau. Warum soll das denn umfallen? Fällt nicht um. Es setzt sich hin. Naja. So, was kann so der bewegen? Wieder nur den Hals? Oder was passiert da? Die Beine. Der Rest liegt an dir. Ich habe nicht die Kraft, Naboris zu bändigen. Ausrede. Du kannst diese ganze Sache zu einem guten Ende bringen. Bitte, dass es da drin kälter ist. Alter, das sind ausfahrbare Beine. Ich zähle auf dich. Ach, schön. So, geht's sogar an dem Part schon los? Nein, machen wir nicht. Gut, dann wohl doch nicht. Weil beim letzten Mal war der Part, die Sektion davor ungefähr eine Viertelstunde, sind wir fast bei 20 Minuten. Ich glaube, das lohnt sich nicht. Sonst wäre das wirklich wieder ein Stundenpart und ich will es wirklich nicht übertreiben. Alter, was macht er? Wer der weiß? Haben wir jetzt gleich die Karte? Nee, das war so, wieder das ja. Andere Ding. Ich habe auch gedacht, das wäre es, aber ist es nicht. Oh, sieh an, wer sich da mal wieder blicken lässt. Willst du hier schon, oder? Nein, du musst, bis wir uns bewegen können. Ich habe immer gewusst, dass du eines Tages hierher kommen würdest. Ich wette, du willst Naboris Ganons Kontrolle entreißen, oder? Dann solltest du als erstes die Karte suchen, die dir den Aufbau dieses Relikts verrät. Da soll der Kampf stattfinden?
Sieht spaßig aus. Ui. Das da ist der Leitstein, der die Daten der Karte beinhaltet. Dort musst du hin. Machen wir beim nächsten Part. Wir hoffen, euch hat diese Folge von The Legend of Zelda Breath of the Wild gefallen. Und in der nächsten Folge ist letzter Titan-Time. Solltet ihr nicht verpassen und ein Like da lassen. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.